Willkommen an der Militärakademie in Wiener Neustadt. Ich bin Oberst Markus Reisner, der Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung, derzeit der Kommandant der Garde in Wien. In unserem heutigen Video wollen wir ganz kurz die letzten 11 Monate betrachten des Konflikts in der Ukraine, des Angriffes Russlands auf die Ukraine. Wir wollen uns ansehen, die ersten Erfahrungen, die wir bereits jetzt da ableiten können und mögliche Herausforderungen, die wir in diesem Konflikt in den nächsten Monaten noch sehen werden. Beginnen wir ganz kurz zur Verortung mit dem Koordinatensystem, in dem quasi meine Aussagen getroffen werden. Dazu muss man verstehen, dass wir hier tatsächlich in diesem Konflikt bereits eine Dimension haben, die über mehrere Domäne hinweggeht. Wir haben also Elemente Luft, Maritim, Land, natürlich auch nicht zu vergessen den Weltraum, den Cyberraum und den Informationsraum. Also all die Ableitungen, die man treffen kann, befinden oder finden in diesem Raum statt. Wir unterscheiden zuerst zwischen der taktischen, der operativen und der strategischen Ebene. Die taktische Ebene bezeichnet Elemente wie zum Beispiel Waffensysteme, die verschiedene Fähigkeiten haben, wie zum Beispiel dieses amerikanische HIMARS-System. Die operative Ebene bezeichnet Offensiven, wie sie die Offensiven waren von ukrainischer Seite bei Kiew, bei Kharkiv oder auch bei Kherson oder auch der Angriff der Russen am Beginn des Krieges. Die strategische Ebene ist aber jene Ebene, die entscheidet, ob sie einen Konflikt über lange Zeit führen können oder nicht. Hier in diesem Fall der Angriff der russischen Seite auf die kritische Infrastruktur der Ukraine. Beginnen wir ganz kurz zuerst mit der taktischen Ebene. Was man hier feststellen kann, ist, dass die Idee der russischen Seite aus den Erfahrungen von 2014 mit bataillonstaktischen Gruppen einzumarschieren, so nicht funktioniert hat. Warum? Die bataillonstaktische Gruppe hat offensichtlich, vor allem was den Anteil der Infanterie betrifft, eine Unterlegenheit, die sich gerecht hat beim Angriff auf die ukrainische Seite. Die ukrainische Seite hingegen hat ganz entscheidend verstanden, dass durch den Einsatz zum Beispiel von präziser Artillerie, aber vor allem auch durch den Einsatz leichter Elemente es möglich ist, dieser Struktur der russischen angreifenden Kräfte etwas entgegenzusetzen. Das heißt, das Entscheidende auf taktischer Ebene ist es, dass die Taktiken, Techniken und auch die Maßnahmen, die man im Gefecht getroffen hat, hier entscheidend sind für den Erfolg, so wie wir ihn dann gesehen haben von der ukrainischen Seite am Beginn des Konflikts. Das zweite ist die operative Ebene, die Ebene, auf der verschiedene Offensiven durchgeführt worden sind. Hier ist ganz klar festzustellen, dass die ukrainische Seite nach dem Abwehrerfolg bei Kiew diese Erfolge auch weiter fortsetzen konnte. Und zwar bei den Offensiven bei Kharkiv, aber auch in weiterer Folge beim Rückzug der russischen Truppen aus Kherson auf die andere Flussseite. Trotzdem muss man auch feststellen, dass auch die russische Seite im Verlauf der letzten 11 Monate Erfolge verzeichnen konnte. Das war die Einnahme der Stadt Mariupol nach schweren und heftigen Gefechten und sehr vielen zivilen Opfern, aber auch die Kesselschlacht bei Severodonetsk und Lysychansk im Sommer oder jetzt die Situation bei Soledar Bakhmut, wo die ukrainische Seite sehr, sehr unter Druck steht und man erkennen kann, dass möglicherweise die russische Art der Einsatzführung, nämlich dieser massive Artillerieeinsatz, ihnen zu Erfolg verhilft. Wir nehmen aus dieser Darstellung mit, dass beide Seiten durch eine hohe Flexibilität immer wieder in der Lage waren, sich auf die verschiedenen Situationen einzustellen und erfolgreich zu sein. Die nächste Ebene ist die strategische Ebene. Jene Ebene, die entscheidend ist, wenn es darum geht, einen Konflikt über lange Zeit zu führen. Hier war es der Fall, dass die russische Seite erkannt hat, dass durch den Einsatz der Luftstreitkräfte mit weitreichenden Waffensystemen wie ballistischen Raketen, Cruise-Missiles, aber auch Drohnen es möglich ist, die Achillesferse der Ukraine anzugreifen. Und das ist die kritische Infrastruktur. Das heißt, obwohl paradoxerweise die ukrainische Seite sehr erfolgreich auf operativer Ebene ist, hat sie die Herausforderung, dass die russische Seite auf strategischer Ebene immer wieder versucht, die kritische Infrastruktur, und das ist natürlich die Stromversorgung der Ukraine, anzugreifen. Und das ist sehr erfolgreich. Wir haben also auch gesehen am Beginn des Krieges, dass die russische Luftwaffe sehr wohl in der Lage war, ihre Ziele umzusetzen. Das Ergebnis dieser Angriffe auf strategischer Ebene ist, dass, wenn man an diesen Bildern es betrachtet, die Stromversorgung der Ukraine immer mehr getroffen wird und die Ukraine die große Herausforderung hat, mit dem Einsatz der eigenen Fliegerabwehr auf dieser strategischen Ebene dem etwas entgegenzusetzen. Hier geht es also vor allem um die Ausdauer, diesen Konflikt weiterführen zu können. Springen wir nun auf die Fähigkeiten. Die Fähigkeiten, die entscheidend sind, dass Streitkräfte in einem Konflikt quasi Erfolge oder Misserfolge erzielen. Diese entsprechenden Fähigkeiten sind hier abgebildet. Nur gemeinsam und ineinandergreifend ist es möglich, durch Einsatz dieser Fähigkeiten tatsächlich Erfolge zu erzielen. Beginnen wir mit der ersten Fähigkeit, der Vorbereitung. Hier hat man gesehen, dass der Einmarsch der russischen Seite auf Annahmen basiert, die sich dann in weiterer Folge nicht als umsetzbar herausgestellt haben. Ein gutes Beispiel ist die Schlacht um Kiew, wo in den ersten 48 Stunden
das Gefecht zugunsten der Ukraine entschieden worden ist. Die Ukraine hat damals den Fluss Irpin aufgestaut, die Brücken gesprengt und durch den Einsatz von Artillerie die angreifenden russischen Elemente nachhaltig geschlagen. Auf der anderen Seite, hervorragend dargestellt für die ukrainische Seite, hat sich vor allem der Einsatz von kleineren Einheiten und der Spezialkräfte. Denn diese haben vor allem in Nadelstichtaktik versucht, den Russen Schaden zuzufügen und das auch sehr erfolgreich umgesetzt. Das heißt hier ganz klar der Vorteil einer entsprechenden vorausschauenden Planung, der hier entscheidend für die ukrainische Seite war, die Vorbereitung auf diesen Krieg. Sehen wir uns nun den zweiten Begriff an, Project, also die Fähigkeit, Kräfte zu projizieren. Hier ist interessant festzustellen, dass in diesen 11 Monaten, trotz dem missglückten Angriff der russischen Seite, es den Russen immer wieder gelungen ist, sich neu auf Situationen einzustellen. Wir haben das also hier gerade auch am Beispiel von Kiew noch einmal, wo wir so sehen können, dass die Russen innerhalb von wenigen Tagen, knapp von 2 Wochen, fast 50.000 bis 60.000 Soldaten aus dem Raum Kiew abgezogen haben, im Eisenbahntransport 1.000 Kilometer in den Donbass verlegt haben und dort dann versucht haben, in einer neuen Phase nochmal anzusetzen. Auf der anderen Seite hat es die Ukraine geschafft, die Waffenlieferungen, die aus ganz Europa und auch aus den USA eingetroffen sind, vor allem in Polen, in das Land zu bringen und hier schnell und rasch quasi zu den kämpfenden Verbänden vorzubringen, wo sie in der Lage waren, diesen Abwehrkampf gegen die Russen weiterzuführen, beziehungsweise auch sich vorzubereiten auf eine weitere Offensive. Das heißt, entscheidend war hier, das Momentum aufrechtzuerhalten, um das Nähren der Kräfte weiter sicherstellen zu können. Sehen wir uns nun die Fähigkeit Angriff an. Hier ist ganz entscheidend, dass wir erkennen können, dass in diesen 11 Monaten vor allem die Geschwindigkeit das entscheidende Element war. Die Geschwindigkeit vor allem beim Einsatz von Waffensystemen. Wir haben erkannt, dass die ukrainische Seite, was den Einsatz ihrer Artillerie betroffen hat, sehr schnell reagieren konnte und Ziele bekämpfen konnte, während die russische Seite immer noch sehr zentralistisch Feueranforderungen durchführen konnte. Auf der ukrainischen Seite war es möglich, Feueranforderungen innerhalb von wenigen Minuten tatsächlich umzusetzen, während auf der russischen Seite Ziele, die man erkannt hatte, bei dem Eintreffen des Feuerkommandos, also bei dem Eintreffen der Granaten, oft nicht mehr vorhanden waren. Und man kann gut erkennen, dass also gerade auch in diesem Konflikt diese Fähigkeit entscheidend ist, aufgrund des Einsatzes von massiven Artilleriewaffen, die also von beiden Seiten hier eingesetzt werden. Sehen wir uns als nächsten Begriff, den Begriff Schutz an, also die Möglichkeit, die eigenen Kräfte zu schützen. Am Ende der zweiten Phase, wo also die russische Seite, vor allem im Donbass, die ukrainische Seite in Lysychansk und Severodonetsk bekämpft hat, war es so, dass durch die Lieferung von speziellen Waffensystemen, und das war das HIMARS-System aus den USA, 20 Stück, die hier geliefert worden sind, es möglich war, die vor allem Munitionsdepots der russischen Seite anzugreifen. Innerhalb von wenigen Wochen wurden hier massive Zerstörungen durchgeführt und es hat eine Zeit gedauert, bis die russische Seite in der Lage war, sich hier wieder anzupassen. Einerseits durch ein Verlegen dieser massiven Munitionslager in viele einzelne Teillager, aber andererseits auch durch den Schutz von Fliegerabwehrsystemen wie zum Beispiel diesem System Panzer. Dieses System Panzer hat es wiederum möglich gemacht, diese HIMARS-Raketen der ukrainischen Seite zu bekämpfen. Dem musste etwas entgegengesetzt werden und das war der Einsatz von diesen Antiradar-Raketen aus den USA, die wiederum diese Panzer-Systeme bekämpft haben, damit das HIMARS-System wieder in der Lage war, diese Waffenlager zu bekämpfen. Das heißt, man sieht, dass quasi immer wieder der Versuch da war, aus einer symmetrischen Situation in eine asymmetrische überzugehen. Wichtig ist aber zu verstehen, dass der Schutz der Ressourcen notwendig ist, um diesen Krieg weiter voranzutreiben und zu führen zu können. Sehen wir uns nun die Durchhaltefähigkeit an. Und zwar am Beispiel der Kräfte, vor allem auch jetzt im Beispiel noch mit dem Munitionseinsatz. Wir wissen, dass die russische Armee eine gewisse Anzahl von Kräften verfügbar hatte. Es gibt unterschiedliche Zahlen dazu. Als Beispiel nehmen wir diese 10.000 gepanzerte Fahrzeuge, Kampfschützenpanzer und ca. 1.500 Panzer, die sie quasi hier in den Einsatz gebracht haben. Tatsächlich sind diese Zahlen noch wesentlich höher. Man geht davon aus, dass Russland um die 10.000 Panzer tatsächlich verfügbar hat. Mit der Instandsetzung wäre es sicher möglich, ca. 3.000 bis 3.500 für einen Einsatz im Gefechtsfeld verfügbar zu machen. Auf der anderen Seite, die ukrainische Seite hat am Beginn des Krieges ebenfalls signifikante Mengen verfügbar gehabt. Man nimmt an, dass die ukrainischen Streitkräfte die quantitativ stärksten Streitkräfte Europas am Beginn des Krieges waren. Über 2.000 gepanzerte Fahrzeuge, Kampfschützenpanzer, über 1.000 Panzer, die hier verfügbar waren. Diese Kräfte wurden verwendet, um in der ersten Phase die angreifenden russischen Kräfte abzunützen. Das heißt, Russland hat sehr hohe Verluste erlitten, aber auch die Ukraine hat sehr hohe Verluste erlitten, bis im Juni aus ukrainischen Quellen circa die Hälfte ihres Equipments der Landstreitkräfte.
Die Problematik besteht aber auch gerade in der Munition und im Munitionseinsatz, am Beispiel der Artilleriemunition gezeigt. Man nimmt an, dass Russland ca. 17 Millionen Schuss Artilleriemunition verfügbar hatte, von denen in den letzten 11 Monaten 7 Millionen verbraucht worden sind. Die eigenen Produktionskapazitäten sind ca. 3,4 Millionen. Das heißt, man hat also noch 10 Millionen plus die Produktion dieses Jahres und ist in der Lage, diesen Krieg auch länger zu führen. Auf der anderen Seite hat die Ukraine ihre Munition relativ rasch verbraucht und hier ist das Ziel des Umstellens auf die westlichen Kaliber, wie das Kaliber 155 mm, um auch die Ukraine weiter noch versorgen zu können. Und das, was an Gerät bereits geliefert worden ist, das hat die Ukraine in die Lage versetzt, dann im Sommer die Offensiven bei Cherson und Kharkiv durchzuführen. Wenn man jetzt aber genau hinhört, dann hört man, dass der ukrainische Generalstabschef ganz klar gesagt hat, wenn ihr wollt, dass wir wieder in die Offensive gehen, dann brauche ich noch einmal eine dritte Lieferung. Ich brauche noch einmal 300 Panzer, ich brauche noch einmal 600 bis 700 Kampfschützenpanzer, ich brauche noch einmal 500 Artilleriesysteme. Das heißt, die ukrainischen Landstreitkräfte müssen zum dritten Mal neu offensivfähig gemacht werden. Sehen wir uns nun den Begriff Inform an. Inform bedeutet vor allem Aufklärung. Aufklärung ist ganz entscheidend, und zwar bereits von Beginn des Krieges bis jetzt. Das erste Entscheidende zu verstehen ist, dass mit Einsatz der russischen Kräfte auf dem ukrainischen Territorium, also mit Angriff der Russischen Föderation auf die Ukraine, es zu massiven Unterstützungsmaßnahmen gekommen ist des Westens. Diese Maßnahmen haben vor allem auch den Aufklärungsbereich betroffen. Durch Satellitenaufklärung, durch Signal Intelligence und andere Möglichkeiten, wie auch zum Beispiel Human Intelligence, war es möglich, ein sehr genaues und exaktes Lagebild über die russische Einsatzführung zu bekommen. Dieses Lagebild besteht bis heute. Es war auch der Grund, warum es gelungen ist, für die Ukrainer doch einige Generäle auf russischer Seite zu töten. Und man hat auch erkennen können, dass vor allem der massive Einsatz von Drohnen, vor allem auf unterster Ebene, man nimmt an, dass zu jedem Tag des Konflikts zwischen 4.000 und 5.000 Drohnen unterschiedlicher Größen im Einsatz sind, es möglich ist, das eigene Lagebild entscheidend zu verstärken. Ein Teil dieser Drohnen wird unter anderem auch eingesetzt zur Eigenaufklärung, um ein Bild davon zu bekommen, ob man in der Lage ist, seine Kräfte getarnt und geschützt abzustellen oder ob der Gegner mit seinen Drohnen in der Lage ist, diese aufzuklären. Das heißt, Drohnen spielen in diesem Konflikt eine sehr, sehr große Rolle, nicht nur auf unterster Ebene zur Aufklärung, sondern bis auch auf die obere Ebene inklusive der Bewaffnung, die wir so auch hier im Einsatz sehen. Sehen wir uns nun als weiteres Beispiel Consult, Command and Control an, also die Führungsfähigkeit. Hier gibt es zwei Elemente, die entscheidend sind zu verstehen. Das eine ist die Art und Weise der Führung. Das heißt, die Fähigkeit, vor allem von unterster Ebene bis nach oben, vor allem im Sinne der Auftragstaktik zu führen. Auftragstaktik heißt, dass der Untergebene versteht, was von ihm gefordert wird und danach handelt. Und er braucht die Kommunikation dazu. Hier muss man ganz klar feststellen, dass vor allem durch den Einsatz des Starlink-Systems die Ukraine bis heute in der Lage ist, in einer Art und Weise zu kommunizieren, die es für die russische Seite sehr schwer macht, diese zu stören. Und dass der Einsatz dieser kleinen Einheiten, die im Sinne des Auftrages denken, dazu geführt hat, dass viele der Offensiven sehr erfolgreich durchgeführt werden konnten. Auf der anderen Seite haben wir auf der russischen Seite eine sehr zentralistische Führung, die Zeit braucht, um Entscheidungen von oben bis nach unten zu kommunizieren. Wenn diese Entscheidungen getroffen sind, ist es aber auch für die russische Seite möglich, Erfolge zu erzielen. Man hat es ja gut gesehen, auch bei Cherson. Hier wurde von General Surovikin die schmerzhafte Entscheidung vorgeschlagen, offensichtlich an Putin, und auch genehmigt, der Rücknahme der Kräfte auf die andere Seite. Hier ist bemerkenswert, dass diese 30.000 Mann und ca. 2.500 Fahrzeuge, ohne dass von der ukrainischen Seite ein Schuss abgegeben worden ist, sich auf die andere Seite zurückziehen konnten, was ein bisschen den Vergleich historisch mit Dünkirchen bemüht, denn damals 1940 war es auch möglich, für die britische Seite Kräfte auf Großbritannien überzusetzen, die dann in weiterer Folge des Krieges verfügbar waren. Und auch hier sehen wir jetzt, dass diese 30.000 Mann nach dem Abzug quasi verfügbar waren, einerseits am Südufer, aber auch in weiterer Folge bei Militopol oder auch natürlich bei den Kämpfen im Donbass, die sich wieder zugespitzt haben. Sie werden sich nun die Frage stellen, woher diese Bewertungen stammen, die wir in den roten Textfeldern dargestellt haben. Interessant ist, dass in den letzten 11 Monaten bereits einiges an Berichten erschienen ist, die sich kritisch mit den Erfahrungen dieses Konflikts auseinandersetzen. Erfahrungen, die wichtig sind für die Zukunft von Streitkräften. Ich möchte hier zwei als Beispiel nennen. Beide Ausarbeitungen des Royal United Service Institute for Defence and Security Studies. Die eine Ausarbeitung befasst sich mit jenen Beobachtungen, die quasi gemacht worden sind in den ersten Monaten des Krieges betreffend des Einmarsches der russischen Streitkräfte in der Ukraine. Was ist für die russische Seite gut gelaufen? Was ist für die russische Seite schlecht gelaufen?
Es gibt eine zweite Ausarbeitung, die sich befasst mit den ersten Erfahrungen und Bewertungen den Einsatz der russischen Luftwaffe betreffend. Wo war die russische Luftwaffe erfolgreich und wo hat sie bis heute es nicht geschafft, durchschlagende Erfolge zu erzielen? Ich habe aber auch zitiert den ukrainischen Generalstabschef, den amerikanischen Generalstabschef und als Beispiel den Leiter des estnischen Militärnachrichtendienstes. General Saluschny hat vor kurzem gesagt, wenn die ukrainische Armee wieder in die Offensive gehen soll, bevor die russische Seite sich eingegraben hat, dann brauche ich neuerlich 300 Panzer, 600 bis 700 Kampfschützenpanzer und 500 Artilleriesysteme. Das heißt, die ukrainischen Landstreitkräfte müssen zum dritten Mal mit Kräften ausgestattet werden, um wieder offensiv zu werden. Der US-Generalstabschef hat nach dem Abzug der russischen Streitkräfte von Kherson gesagt, dass beide Seiten 100.000 Mann an Toten und Verwundeten erlitten haben. Er war der Erste, der das so in dieser Form gesagt hat. Er hat aber auch gesagt, dass der Sieg der Ukraine bei Kherson die Möglichkeit für Verhandlungen öffnen sollte. Dem wurde widersprochen. Und an letzter Stelle möchte ich nennen den Leiter des estnischen Militärnachrichtendienstes, der sehr klar herunterdekliniert hat, dass die Möglichkeit der Ressourcennutzung von russischer Seite noch sehr hoch ist. Einerseits was die Munitionsausstattung betrifft, aber auch die Verfügbarkeit von gepanzerten Fahrzeugen. Und ich möchte aus diesen zwei von mir genannten Dokumenten ein Zitat herausnehmen, das im Prinzip im Kern eine wesentliche Aussage trifft. Denn es ist wichtig zu verstehen, dass wenn wir verstehen wollen, wie der Konflikt sich tatsächlich entwickelt, wo wir stehen und wo auch für uns Ableitungen zu treffen sind, es nichts bringt, die russische Seite als inkompetent und nicht einsatzfähig zu bezeichnen, sondern dass wir anerkennen müssen, dass es Erfolge gegeben hat, die wichtig sind zum Verstehen, um uns auf eine mögliche weitere Eskalation des Konfliktes vorzubereiten. Ich gebe Ihnen auch ein Beispiel. Der britische Nachrichtendienst versorgt uns immer wieder mit nachrichtendienstlichen Informationen und die haben mir zwei Beispiele gegenübergelegt. Einmal vom Juni des Jahres, letzten Jahres und einmal vom Dezember. Hier können wir lesen, dass der Einsatz der russischen Luftwaffe und der Einsatz der Präzisionsmarschflugkörper offensichtlich keinen Effekt erzielt. Hier im Dezember sieht die Situation ganz anders aus. Hier kann man bereits erkennen, dass der Einsatz dieser Marschflugkörper, ballistischen Raketen und Drohnen sehr wohl einen Effekt erzielt, nämlich auf dieser strategischen Ebene, wo Russland immer noch festlegen kann, wann, wo und in welchem Umfang es die ukrainische Seite trifft, die immer noch das Problem hat der mangelhaft vorhandenen Fliegerabwehr und des Problems der immer zunehmenden Zerstörung der kritischen Infrastruktur. Wir sehen das auch in einem Zitat des Präsidenten, der im November gesagt hat, dass bis jetzt über 4.700 ballistische Raketen, Marschflugkörper und Drohnen gegen sein Land eingesetzt worden sind. Mittlerweile ist die Zahl bei 5.000 plus. Das ist eine Zahl, die es noch nie so in der Kriegsgeschichte gab. Und viele dieser Raketen treffen ihre Ziele. Das haben wir spätestens seit dem 10. Oktober gesehen, wo es zu diesen massiven Schädigungen der kritischen Infrastruktur kommt und wo klar ist, dass die ukrainische Seite Flugabwehrsysteme braucht, um dem etwas entgegenzusetzen. Aber nicht ein oder zwei Patriot-Batterien, sondern viele, viele mehr. Während im Westen Rätselraten über die Einsatzfähigkeit der russischen Streitkräfte herrscht, versucht die russische Seite ganz gezielt durch eine Vielzahl von Formaten entsprechend diese Narrative so zu füttern, dass klar ist, dass das, was die russische Armee sich vorgenommen hat, sie auch tatsächlich umsetzen können. Und hier gibt es eine ganze Reihe von offensiv, aber auch im Hintergrund agierenden Nachrichtenformaten, vor allem in den sozialen Netzwerken, die hier ganz versuchen, gezielt die Informationen weiterzugeben, dass also der Eindruck entsteht, dass also hier sehr große Erfolge erzielt werden. Und das ist natürlich genau die Propaganda, der die russische Seite, die russische Bevölkerung unterworfen ist. Wenn wir uns jetzt am Ende fragen, was fehlt noch an Ausstattung und Gerät, beziehungsweise wie kann der Konflikt weiter verlaufen, so ist ganz interessant, dass mehrere Fragen, die ich kurz stelle, Ihnen einen Aufschluss darüber geben können. Wir haben bereits gesehen den Einsatz des amerikanischen HIMARS-Systems. Hier war es so, dass die Amerikaner 20 Stück geliefert haben und 18 Stück für die nächsten zwei Jahre zugesagt haben. Die nächsten wurden bereits in Kürze in Aussicht gestellt. Die ukrainische Seite hat aber 50 bis 100 gefordert. Das ist aus militärischer Sicht auch legitim, denn nur das kann einen tatsächlichen Effekt erzielen. Die zweite Frage, die wir uns stellen müssen, warum wurden bis jetzt keine Kampfflugzeuge geliefert? Keine Kampfflugzeuge vom Typ F-16 oder Erdkampfflugzeuge vom Typ A-10? Auch das würde zu einer möglichen Eskalation offensichtlich führen. Das Gleiche gilt für die Lieferung von weitreichenden Waffensystemen. Wir haben zwar einige Einsätze gesehen von weitreichenden Waffen, zum Beispiel auf der Krim, bei Saki, aber auch zum Beispiel auf Engels oder in der Tiefe
Russlands oder zum Beispiel auch auf Sewastopol, aber es gab immer noch keine Lieferung dieser Atacams. Bei den Fliegerabwehrsystemen hat sich jetzt langsam begonnen, die Lieferungen dahingehend zu entwickeln, dass IRIS-T-Systeme, aber auch Patriot-Systeme geliefert worden sind. Aber auch hier ist die Menge nach wie vor gering, um nachhaltig einen Abwehrerfolg zu erzielen. Und das letzte Thema, das sehr intensiv diskutiert wird, ist natürlich die Lieferung von Panzern. Und hier ist es so, dass momentan zugesagt sind 50 Stück Kampfschützenpanzer Bradley, 40 Stück Marder. Großbritannien hat in Aussicht gestellt 10 Kampfpanzer vom Typ Challenger. Und Finnland und Polen haben ebenfalls in Aussicht gestellt die Lieferung von Leopard-Panzern. Wenn man diese Zahlen zusammenrechnet und vergleicht mit den Forderungen von General Saluschnin, dann sieht man ganz klar die Ablage. General Saluschnin fordert 300 Panzer, in Aussicht gestellt ist jetzt die Lieferung von 30. Er fordert 600 bis 700 Kampfschützenpanzer, zusammengezählt ist das die Zahl von ca. 90. Und die Artilleriesysteme, die ebenfalls zu liefern sind, sind in dieser Lieferung noch gar nicht eingeschlossen. Aber wenn die Ukraine quasi weiter in die Offensive gehen will, dann braucht sie natürlich diese Ausstattung, um hier gegen die russische Seite angreifen zu können. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die russische Seite sich jetzt in den letzten Wochen und Monaten in dem von ihnen in Besitz genommenen Gelände eingegraben hat, durch Panzerigel, durch Sperrmaßnahmen, durch Minenfelder und so weiter und so fort. Und dass zusätzliche Kräfte herangeführt werden. Wenn wir uns jetzt noch mal kurz diese drei Ebenen vor Augen führen, die taktische, die operative und die strategische, so sind folgende Entwicklungen interessant. Die taktische Ebene hat immer noch die Herausforderung, dass beide Seiten in einem Kräfteverhältnis stehen. Auf der einen Seite die russische Seite, die mit zu geringen Kräften begonnen hat, die aber durch das Nachführen von Reservisten langsam beginnt, die ukrainische Seite in der Verfügbarkeit von Kräften zu überholen. Auf der anderen Seite die Verfügbarkeit von Fahrzeugen wie Panzern, Kampfschützenpanzern und Artilleriesystemen, wo wir immer noch erkennen können, dass es ein Delta gibt zwischen dem, was die Ukraine verfügbar hat und dem, was Russland verfügbar hat. Und Russland beginnt immer mehr Ressourcen verfügbar zu machen und neue Kräfte heranzuführen. Wir haben noch immer in der Woche ca. 1-2 Militärzüge, die herangebracht werden, während die Waffenlieferungen aus dem Westen, aus Europa, aus der USA, relativ spärlich vonstatten gehen. Entscheidende Durchbrüche, die Lieferung von hunderten Systemen gleichzeitig, haben wir bis jetzt noch nicht gesehen. Wenn wir uns die operative Ebene ansehen, dann ist die Frage, was soll mit diesen Waffen passieren? Und hier ist es die Absicht der ukrainischen Seite, zwei Korps aufzustellen, also Formationen mit mehreren 10.000 Mann, einmal im Raum Poltawa und einmal bei Dnepro im Dneprokni bei Saporoschia. Diese beiden Korps würden sich für folgende Einsatzführungen aus operativer Sicht eignen. Einmal nach einer Bereitstellung der Angriff in Richtung Donbass mit dem Ziel, die Versorgungslinien in den Donbass abzuschneiden oder andererseits aus Saporoschia heraus antretend in Richtung Süden die Landlinie, die Landverbindung zu unterbrechen mit einem Angriff über Melitopol in Kombination mit einem neuerlichen Versuch der Zerstörung oder Beschädigung der Brücke über die Straße von Kertsch. Dieser Ansatz wäre der erfolgversprechende, denn es würde somit gelingen, die russischen Kräfte auf der Krim in Cherson und Saporischschja abzuschneiden und die russische Seite hätte ganz andere Herausforderungen zu bestehen als zurzeit das Nähren der Angriffe quasi in Bakhmut oder quasi auch in Donbass. Das strategische Element ist ebenfalls nicht zu unterschätzen und hier erkennen wir, dass aufgrund der Angriffe der kritischen Infrastruktur es zweierlei Art der Maßnahmen gibt. Auf der einen Seite versucht die Ukraine durch defensive Maßnahmen, durch Fliegerabwehr, diesen Angriffen entsprechend etwas entgegenzusetzen und wir erkennen auch, dass die Abschusszahlen der einfliegenden iranischen Drohnen, aber auch der einfliegenden Marschflugkörper immer mehr zunehmen. Auf der anderen Seite versucht man aber auch offensiv, jene Räume zu treffen, von denen aus diese Angriffe geflogen werden. Also der Einsatzraum der russischen strategischen Bomber tief in Russland selbst oder zum Beispiel die Basen der russischen Schwarzmeerflotte in Sewastopol, diese Schiffe, von denen aus diese Marschflugkörper gestartet werden, die dann quasi Ziele in der Ukraine treffen. Abschließend muss man feststellen, dass das, was sich in den ersten Monaten des Konflikts herauskristallisiert hat, nämlich der Umstand, dass dieser Krieg als Abnutzungskrieg geführt wird, sich immer mehr tatsächlich der Wahrheit entsprechend darstellt. Wir sehen das hier in diesem Bild. Dieses Bild zeigt eine von Granattrichtern zerfurchte Fläche bei Bakhmut, übersät von getöteten russischen Angehörigen der Söldnergruppe Wagner. Man erkennt hier eine Art der Kriegsführung, die wir in dieser Form nicht mehr für möglich gehalten haben. Eine Art der Kriegsführung, die an die Schlachtfelder des Ersten Weltkrieges von Verdun oder auch an den Isonzo erinnert. Und diese Art der Kriegsführung ist natürlich für keine Konfliktparteien verheerend. Wir sehen das hier an diesem Zitat. Auf der einen Seite
hat die russische Seite immer noch die Herausforderung, dass sie über zu wenig Infanterie verfügt, um eine Entscheidung herbeizuführen. Auf der anderen Seite sind die ukrainischen Streitkräfte gefordert, die von ihnen im Besitz habenden Geländeteile so lange wie möglich zu verteidigen, um zu verhindern, dass die russische Seite diese einnimmt. Was dazu führt, dass es zum Teil schwerste Verluste gibt. So wie wir sie gesehen haben bei Lysychansk, Severodonetsk oder jetzt bei Soledar oder auch Bakhmut. Die Frage ist nun am Ende, wer wird den längeren Atem haben in den nächsten Wochen und Monaten? Und wir sehen, dass die Unterstützung der Ukraine aus militärischer Sicht vor allem von den USA stattfindet, während die europäischen Arsenale zunehmend unter Druck kommen. Auf der anderen Seite sehen wir, dass die russische Rüstungsindustrie bereits im Dreischichtbetrieb arbeitet und auch zunehmend modernere Systeme an der Front eingesetzt werden. Trotz der hohen Verlustraten, die einen aus westlicher Sicht unglaublich erscheinen, ist es der russischen Seite immer noch möglich, die Angriffsfähigkeit dahingehend zu nähern, dass sie in der Lage sind, die von ihnen in Besitz genommenen Geländeteile zu halten. Damit bin ich am Ende meiner Präsentation. Die Botschaft, die ich Ihnen mitgeben kann, ist, dass dieser Konflikt noch länger dauern wird. Und wir dürfen nicht nur auf die Ukraine und auf Russland sehen, sondern wir müssen auch bedenken, dass Kräfte im Hintergrund eine Rolle spielen. Also China, der Iran oder vielleicht auch sogar Indien. Oder auf der anderen Seite natürlich die USA, die Europäische Union oder andere signifikante Unterstützer. Man kann sich den Konflikt auch vorstellen wie einen Boxkampf. Eine Runde nach der anderen findet statt. Die ukrainische Seite hat mehrere Runden nach Punkten gewonnen, aber es hat bis jetzt noch kein K.O. gegeben. Damit bin ich am Ende meiner Ausführungen. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.